Überall auf der Welt gibt es unglaubliche archäologische Funde, die nicht zur Geschichte der Menschheit passen. Hinzu kommen die zahlreichen Überlieferungen der verschiedenen Stämme Amerikas, die von einer ganz anderen Vergangenheit sprechen, als die, die als offizielle Geschichte gilt. Wenn wir sie alle vereinen würden, müssten wir darüber nachdenken, die Geschichte nicht nur Amerikas, sondern der ganzen Welt neu zu schreiben. Eine dieser Geschichten stammt aus den Tiefen des Amazonas-Regenwaldes. Karl Brugger schrieb das Buch Die Chronik von Akakor, ein Werk, das auf dem Zeugnis von Tatunka Nara basiert, der als Prinz des Uga-Mongolala-Stammes auftritt. Ein Volk, das alles, was in den letzten 15.000 Jahren geschehen ist, in der Sprache der alten Götter aufgezeichnet hat. Über ihre Ankunft, als sie von den Sternen kam, als auch über die Entstehung der verschiedenen indigenen Stämme Südamerikas. Auch über die Ankunft des nordeuropäischen Volkes in diesem Gebiet, der Goten oder den Spaniern auf der Suche nach der neuen Welt und sogar über die Nationalsozialisten. Das goldene Zeitalter beginnt mit der Ankunft der alten Meister. Er erzählt, sie hatten anmutige Körper und weiße Haut. Ihre bemerkenswerten Gesichter umrahmt von feinem, bläulich-schwarzem Haar. Ein buschiger Bart bedeckte die Oberlippe und das Kinn. So wie Menschen waren sie verletzliche Geschöpfe aus Fleisch und Blut. Aber das entscheidende Zeichen, das sie von den Menschen unterschied, waren die 6 Finger an jeder ihrer Hände und die 6 Zehen an jedem ihrer Füße. Es war das Merkmal seiner göttlichen Herkunft. Die Götter wählten ihre Diener aus, um mit ihnen zu leben, und gaben ihr Wissen an sie weiter. Schließlich gründeten sie den Stamm der Uga-Mongolala, was übersetzt heißt, als auserwählte verbündete Stämme, und als Zeichen ihrer ewigen Allianz mischten sie sich mit ihren Dienern. So ähneln die Uga-Mongolala physisch ihren göttlichen Vorfahren, jedoch ohne die 6 Finger und Zehen. Mit ihrem Wissen bauten sie zuerst Akanis auf, die erste Festung in Mexiko, dann Akakor, die zweite Festung, und schließlich Akaim, die dritte Festung. Akakor liegt in einem Hochtal in den Bergen im Grenzgebiet zwischen den Ländern Peru und Brasilien. Zusätzlich zu diesen mächtigen Städten errichteten die alten Väter 3 heilige religiöse Einfriedungen. Salazar am Oberlauf des großen Flusses, Tiahuanaco am großen See und Manoa in der südlichen Hochebene. Diese waren die irdischen Residenzen der alten Meister und ein verbotener Ort für die Uga-Mongolalas. In der Mitte stand eine gigantische Pyramide und eine geräumige Treppe führte zu der Plattform, auf der die Götter seltsame Zeremonien durchführten, die dem Stamm unbekannt waren. Akakor liegt nun in Trümmern, das große Steintor ist eingestürzt und Lianen wachsen im großen Sonnentempel. Die Uga-Mongolalas stimmten zu, die Stadt zu zerstören, um das Volk vor den weißen Barbaren, so nannten sie die Europäer, zu schützen. Deshalb waren sie gezwungen, Akakor zu verlassen und in die unterirdischen Residenzen zu fliehen, das letzte Geschenk der Götter. Die unterirdischen Räume bestehen aus 13 Städten, die durch Tunnel miteinander verbunden sind. Sie sind in den Bergen der Anden verborgen und im Bild des Sternbildes Schwerter, der Heimat der alten Väter, gestaltet. Im Inneren des Tempels gibt es 12 Eingänge zu den Tunneln, die das untere Akakor mit den anderen unterirdischen Städten verbinden. Diese haben schräge Wände und ein Flachdach mit einer Höhe von 5 Männern und es würde mehrere Tage zu Fuß dauern, um eine dieser Städte von Akakor zu erreichen. Die 12 Städte im Erdinneren werden durch silberne Spiegel künstlich beleuchtet. Sie haben Wasser aus den Bergen und im Notfall können die unterirdischen Wohnsitze durch große, bewegliche Felsentore von außen isoliert werden. Die Uga-Mongolalas wissen nichts über den Bau des unteren Akakor. Ihre Geschichte ist in der Dunkelheit der Vergangenheit verloren gegangen. Die Götter regierten von Akakor aus. Sie hatten Schiffe schneller als der Flug der Vögel. Schiffe, die ihr Ziel ohne Segel oder Ruder erreichten, sowohl bei Nacht als auch bei Tag. Sie hatten magische Steine, um die entferntesten Orte zu beobachten, sodass sie Städte, Flüsse, Seen und Hügel sehen konnten.
Was auch immer auf der Erde oder am Himmel geschah, spiegelte sich in den Steinen wider. Aber das Schönste von allem waren die unterirdischen Residenzen. Und die Götter gaben ihnen diese, ihren auserwählten Dienern, als letztes Geschenk. Denn die alten Meister sind vom selben Blut und haben denselben Vater. Aber der Tag kam, an dem die Götter die Uga Mongolalas verließen. Zu dieser Zeit begann das Jahr Null der Chronik ihres Volkes und auch eine Zeit der Dunkelheit. Im Jahr 13, das entspricht dem Jahr 10.468 vor Christus unserer Zeitrechnung, ereignete sich die erste große Katastrophe, die nicht nur dieses Volk, sondern auch andere Zivilisationen auf der ganzen Welt betraf und von vielen Kulturen aufgegriffen wird. Einige Kulturen kennen sie als die Sintflut. Was unten war, wurde oben, und was oben war, sank in die Tiefe. Bei diesem Ereignis flüchteten die Menschen der Uga Mongolala in die unteren Residenzen, wie von den Göttern vor ihrer Abreise befohlen worden war. Aber woher wussten diese Götter, welche Ereignisse auf der Erde geschehen würden? Die Uga Mongolala sprachen von einer anderen, möglicherweise außerirdischen Rasse, mit der ihre Götter im Krieg lagen. Unsere Priester sagen, dass es in der Zeit vor der Stunde Null ein anderes Göttervolk gab, das unseren alten Meistern feindlich gesinnt war. Nach den Bildern des großen Sonnentempels in Akakor sahen die seltsamen Kreaturen wie Menschen aus. Sie hatten viel Haar und hatten rötliche Haut. Sie hatten 5 Finger und 5 Zehen wie die Menschen. Aber auf ihrem Rücken wuchsen Köpfe von Schlangen, Tigern, Falken und anderen Tieren. Den Chroniken von Akakor zufolge veränderte sich nach dieser Katastrophe die geologische Struktur des Landes. Und die heiligen Stätten von Salather, Tiwanaku und Manoa wurden durch den schrecklichen Zorn der Götter zerstört. Auf diese erste Katastrophe folgte eine weitere. Wir werden das Volk bestrafen. Wir werden den Menschen, das Vieh, die Würmer und die Vögel ausrotten, weil sie unsere Erde abgelehnt haben. Die Uga Mongolala waren infolge von Kriegen mit anderen Völkern vom Aussterben bedroht, aber nach ihren Schriften kehrten die alten Meister zurück. In den Jahren 7315 und 3166 vor Christus kehrten die alten Meister der ausgewählten Stämme nach Akakor zurück und übernahmen die Macht. Die Götter blieben nur 3 Monate bei den Uga Mongolala. Dann verließen sie das Land wieder. Nur die Brüder Lhasa und Samon kehrten nicht an den Ort ihrer alten Väter zurück. Lhasa ließ sich in Akakor nieder. Samon flog nach Osten und gründete sein eigenes Reich. Lhasa war oft mit seiner fliegenden Scheibe abwesend. Er besuchte seinen Bruder Samon. Er flog in das mächtige Reich im Osten. Er trug ein seltsames Gefäß mit sich, das Wasser und Berge überqueren konnte. In den Chroniken ist nicht genau festgehalten, wo Samon sich niedergelassen hat. Lhasa war der ausgewählte Sohn der Götter und es heißt, dass ihn niemand besiegen oder töten konnte. Er war derjenige, der das alte Reich wiederaufgebaut und sogar erweitert hat, und er befahl den Bau neuer Festungen, einschließlich Machu Picchu. Lhasa baute auch die Stadt Ophir an der Mündung des Amazonas und handelte 2000 Jahre lang mit dem Samonreich. In den 300 Jahren seiner Regierungszeit legte er den Grundstein für ein mächtiges Reich. Dann kehrte er zu den Göttern zurück. Das folgende geschichtliche Ereignis geschah im Jahre 2470 vor Christus, als Viracocha, der zweite Sohn von König Sinkaya, Nachkomme von Lhasa, seine Macht beanspruchen wollte und sich den Gesetzen seines Volkes widersetzte, um es schließlich aufzugeben. Er gründete sein eigenes Reich, das Inka-Reich, das unter seiner Herrschaft zu einer Großmacht werden sollte, um den auserwählten Stamm zu bedrohen. Dieser Verrat wurde von den Priestern vorhergesagt, die die Zukunft voraussehen konnten und die Zeichen zu deuten wussten. Diese wussten, dass dies katastrophale Folgen haben würde, welche in der Ankunft des Weißen Mannes gipfelten. Die Inkas unterwarfen viele Stämme und vergrößerten ihr Territorium,
zum Nachteil des auserwählten Volkes. Aber ein entscheidendes Ereignis passierte. Die Ankunft der Goten, so nannten sie sich, die aus dem Reich von Samon, dem Bruder von Lhasa, stammten. Die Goten wussten von der Existenz der Uga-Mongolala, weil sie diese in ihrer Tradition als ihr Brudervolk kannten. Nach den Geschichten der Goten hatten ihre Geschichten auch einen göttlichen Ursprung. Viele tausende Jahre später wurden die Goten von Hungersnöten und feindlichen Stämmen gezwungen, in fremde Länder zu ziehen und in die Länder ihres Brudervolkes zu reisen. So kamen die Goten in das Reich der ausgewählten Stämme und sie ließen sich in Akakor nieder. Nun gab es zwei Clans, aber nur einen Geist. Es gab weder Kampf noch Zwietracht, zwischen ihnen herrschte Frieden. Es gab weder Gewalt noch Streit, ihre Herzen waren besänftigt. Sie kannten weder Neid noch Eifersucht. Nun hatte Akakor die Hilfe eines technologisch fortgeschrittenen Volkes mit mehr Wissen im Krieg, was das Wiederaufleben des Reiches bedeutete. So lebten sie seit der Ankunft der Goten 1000 Jahre im Frieden mit den Inkas. Aber diese Phase wurde mit der Ankunft des Weißen Mannes unterbrochen. 1492 begann die spanische Kolonisierung Amerikas. Die Ankunft der spanischen bärtigen Männer bereitete der indigenen Bevölkerung Freude, weil sie glaubten, die Götter seien nach 6000 Jahren zurückgekehrt. Aber die Priester, die alles wissen, die Zukunft sehen und für die nichts verborgen bleibt, beobachteten bedrohliche Zeichen am Himmel. Sehr bald stellte sich heraus, dass die Nachricht von der Rückkehr unserer alten Meister einen grausamen Fehler darstellte. Die Uga-Mongolala mussten sich in die unterirdischen Innenstädte zurückziehen und Städte wie Machu Picchu verlassen. Seit der Ankunft der Spanier mussten die Ureinwohner sehen, wie ihre Umgebung von Kautschukausbeutern, Goldgräbern und Plünderern aller Art eingenommen wurde, was zu ständigen Konfrontationen mit den Uga-Mongolala führte. Im Jahr 1936, nachdem sie eine weiße Siedlung überfallen hatten, nahmen sie eine deutsche Nonne gefangen, die bald die Gunst des Stammes gewinnen und den König des Dorfes heiraten sollte. Diese Frau, die sah, dass dieses Volk angefangen hatte, nach und nach zu verschwinden, reiste auf der Suche nach Verbündeten in ihr Land und kehrte mit Vertretern des nationalsozialistischen Deutschlands nach Akakor zurück. Sie unterzeichneten mit ihnen ein Bündnis, durch das sie mit Kriegsmaterial und Soldaten ausgestattet werden sollten, um sie zu instruieren, wie sie sich den barbarischen Weißen stellen konnten. Die Nationalsozialisten suchten sich nicht nur einen weiteren Verbündeten, der sich ihrer Sache anschloss, sie wollten sich auch das Wissen der alten Völker aneignen. Es ist bekannt, dass Hitler geheime Zugänge zur Untergrundwelt und zu alter Technologie suchte. Etwa 2000 deutsche Soldaten kamen zwischen 1941 und 1945 an. Aber am Ende des Krieges wurde die Zusammenarbeit beendet und die Deutschen in Akakor gefangen genommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten rund 30.000 Menschen in den unterirdischen Städten. Einige waren verlassen und voller Gegenstände und Kriegsmaterial. Künstliches Licht beleuchtete immer noch die 13 Städte der Götter. Die großen Steintore können immer noch so sanft bewegt werden wie vor 10.000 Jahren. Die Deutschen interpretierten, dass die antiken Väter die Wohnstätten der Götter in einer eiligen Flucht verlassen hatten. Aber sie konnten das Geheimnis des unteren Akakor nicht erklären. Deren Konstruktion ist ein technologisches Rätsel. Die sogenannten Götter hatten die Städte nach ihren eigenen Plänen gebaut, welche den Uga-Mongolala unbekannt waren. Erst wenn sie zurückkehren, werden die Menschen ihre Werke und Handlungen verstehen. 1968, nach dem Tod von Häuptling Sinkaya, trat der Oberste Rat zusammen, um den neuen Prinzen und legitimen Gouverneur der Uga-Mongolala zu wählen. Tatunka Nara als legitimer Sohn von Sinkaya und der deutschen Nonne wurde von einem Priester in die geheimen Regionen des unteren Akakor begleitet. Ich betrat das goldene religiöse Gelände, eingewickelt in das goldene Lhasa-Gewand. Ich stieg eine geräumige Treppe hinunter. Sie führte mich in einen Raum. Plötzlich schien eine Stimme von überall zu kommen. Führte mich in einen dritten Raum,
der noch tiefer und innerlicher war. In der Mitte waren 4 transparente Steinblöcke. Als ich mich voller Schrecken nähern konnte, entdeckte ich in ihnen 4 mysteriöse Kreaturen. 4 lebende Tote, 4 schlafende Menschen, 3 Männer und eine Frau. Sie lagen in einer Flüssigkeit, die sie bis zur Brust bedeckte. Sie waren in jeder Hinsicht wie Menschen, nur hatten sie 6 Finger und 6 Zehen. 13 Tage nach meiner Rückkehr von der geheimen religiösen Anlage begrüßte mich der Hohepriester mit dem neuen, rechtmäßigen Herrscher der Uka Mogolala. Er war tief beeindruckt von den geheimnisvollen Kreaturen. Lebten sie oder waren sie tot? Waren es die Götter, die sie dorthin gebracht hatten? Nicht einmal der Hohepriester kannte die Antwort. Den Aufzeichnungen nach ist das Ende der Uga Mogulala nahe, wenn es nicht bereits geschehen ist. Deshalb versuchte Tatanka Nara Hilfe zu suchen, indem er diese Geschichte enthüllte. Sie haben auch vorhergesagt, dass eine dritte große Katastrophe eintreten und die Menschheit stark beeinträchtigen wird. Erst dann werden die Götter zurückkehren. Und eine neue Welt wird entstehen, in der die Menschen, Tiere und Pflanzen in einer heiligen Einheit zusammenleben werden. Dann wird das neue goldene Zeitalter beginnen. Wäre es möglich, dass diese Geschichte authentisch ist? Oder war es nur eine Erfindung von Tatanka Nara oder sogar des deutschen Journalisten Karl Boger? Wir können es nicht mit Sicherheit wissen, aber es gibt so viele geschichtliche Details, dass wir uns fragen, ob Akakor nicht real ist. Diese Erzählung passt nicht zur offiziellen Geschichte. Ein Rätsel, das vorerst unbeantwortet bleibt.